Herr Nienzo, nachdem im letzten Jahr die Patientenakademie doch so erfolgreich verlaufen ist, welche Punkte haben Sie denn dieses Jahr im Programm? Wir haben ein spannendes Programm. Am 27. Februar geht es um Reanimation, es geht um Brustkrebs, danach um Herzrhythmusstörung und viele andere Themen. Was macht die Patientenakademie denn so erfolgreich? In der Patientenakademie referieren Chefärzte und Oberärzte über Volkskrankheiten und das wird von den Bürgern eben sehr gut angenommen, wie man sie vermeiden kann und was sie ausmachen. Das heißt, dass also jeder dort hingehen kann und sich das ansehen und anhören kann. Genau, jeder Bürger ist herzlich willkommen und es ist einmal im Monat am Donnerstag jeweils um 18 Uhr in der Asklepios Herzklinik Goslar, Kösliner Straße Nummer 12. Muss ich mich da vorher anmelden? Nein, müssen Sie nicht, Sie können einfach hinkommen und die Programme sind im Internet zu finden, natürlich in unserer Klinik und in allen markanten Orten in Goslar und in der Region. Könnten Sie uns einen kurzen Überblick geben über die Veranstaltungen dieses Jahres? Wann, wer, welcher Arzt über welches Thema referiert? Am 27. Februar starten wir mit Reanimation für Laien. Da kann man also schnell lernen, wie man in Sekunden Leben retten kann. Da wird Professor Heine, unser ärztlicher Direktor, als Referent dabei sein und die Fachschwester Frau Marion Kruse. Gefolgt dann am 26. März, auch ein sehr spannendes Thema, geht es um Prostataerkrankungen, das Volksleiden der Männer. Da ist Referent unser Belegarzt, Herr Dr. Wucherpfennig. Und schließlich geht es um Herzrhythmusstörungen am 23. April. Also ich denke, ein ganz spannendes, interessantes Programm. Gut, das war also die erste Hälfte dieses Jahres und über die zweite Hälfte werden wir dann später nochmal berichten. Sehr gerne.